Guten Morgen. So, nach einer extrem langen Zeit ist die Kamera mal wieder aufgeladen. Ich nehme euch nachher mal mit auf den Spaziergang und dann erzähle ich euch, warum das so ist oder warum wir so lange nicht da waren oder ich. Aber erstmal muss ich meinen Mann zur Arbeit bringen. Der liegt nämlich immer noch im Bett. Der muss nämlich mal langsam aufstehen. Er nickt. Dann. Ja. Und ansonsten habe ich heute Morgen schon einen Bioladen, so wie sonst auch, und Kind wegbringen und den ganzen Kram habe ich schon hinter mir. Jetzt muss ich gleich alles vorbereiten noch für morgen, damit ich da die Sachen für den Bioladen habe. Ja, wenn ich das gemacht habe und die Kamera wirklich ganz voll ist, weil die ist nur so ein bisschen voll, dann hoffe ich, dass es nicht regnet. Denn dann würde ich gerne rausgehen. Es sieht an sich recht nett draußen aus. Naja, es sieht halb nett aus. Also die Seite sieht gut aus, ja, und die Seite sieht nicht so dolle aus. Also mal sehen. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Der Herr des Hauses ist wach und sieht genauso knöddelig aus wie sonst auch. Da. Aber damit ihr ihn alle noch mal in Natura seht und dass er immer noch lebt und immer noch da ist. Oh. Naja, er muss gleich zur Arbeit, da darf man so aussehen, oder? So, nun sitze ich hier vorm Computer und versuche gerade rauszufinden, welche Videos in welcher Reihenfolge wie hochgeladen waren oder auch noch nicht. Weil ich hatte was aufgenommen, was ich aber, ich kam nicht dazu, das zu bearbeiten. Jetzt hänge ich hier und überlege, wo einige von den Sachen sind, die ich gemacht hatte. Ja, so ist das. So, der Mann ist schon unten rein rauchen, das heißt, ich muss auch schon hinterher. Ah, die Sonne kommt raus, die Sonne kommt raus. Ich finde das wundervoll. Und jetzt ist er gerade wieder weg, aber voll da oben, ne? So da oben da so, sieht das doch schon mal ganz vielversprechend aus. Auf jeden Fall gehe ich jetzt runter. So, da sind wir schon angekommen bei uns am Wald. Jetzt muss ich mir nur noch eine Stelle suchen, die nicht ganz so windig ist, weil sonst versteht man ja nichts. Jetzt überlege ich nur, ob ich da hochgehe oder da. Ich glaube da. Mal sehen. Mal sehen, wo es uns hin verschlägt. Aber es ist schön. Endlich wird es wieder grün hier drin. Den ganzen Winter über war ich nicht hier, weil das ist einfach ungemütlich. Also wer geht schon im Winter, wenn es sowieso dunkel ist, draußen im Wald? Ich so, hier ist doch recht nett und auch recht still. Der Wind ist nämlich doch ziemlich stark. So von der anderen Seite, der kommt meistens so von da, von da hinten. Und wenn man so weit unten steht, dann ist es nicht so laut. Und hierhin kommen die Kinder immer vom Kindergarten zur Waldwoche. Deswegen ist da oben auch alles so schön platt getreten, weil die Kinder immer da über diesen Hang touren. So, jetzt müssen wir uns noch ein Plätzchen suchen. Oh, ich hab's gefunden. Ach, wie praktisch, ne? Wie gesagt, Kindergartengruppe. Kann man sich auch gleich hinsetzen, wenn man denn ein Stück trockenes Holz findet, heißt das. Richtig trocken war das nicht, aber wir haben hier noch so einen hübschen Baum und der ist besser. So, warum war ich so lange nicht da und warum habe ich mich auch so gar nicht um meinen YouTube-Kanal gekümmert? Also, ich war auch gar nicht drin. Ich habe auch nichts mehr beantwortet. Ich war ein wenig ausgebrannt, muss ich sagen. Wobei das nicht daran liegt, dass ich das heißt extrem viel arbeite. Also ich arbeite ja schon, aber relativ wenig, also nicht von den Stunden her. Aber es war in den letzten 5 Monaten extrem stressig. Ich habe noch, kann man sagen, eine andere Aufgabe übernommen, wo ich jeden Tag, oder fast jeden Tag, also nicht jeden Tag, das stimmt so nicht, aber wo ich sehr oft hin musste. Das war keine körperlich anstrengende Arbeit, aber ich musste da manchmal 2-mal am Tag hin und auch am Wochenende und auch manchmal ganz früh morgens. Und das unter einen Hut zu bringen, immer so mit meinem Bioladen, wo ich da auch hin muss. Oh, jetzt lehne ich mal gerade meinen Arm an. Oh, sehr praktisch. So ein Baum ist toll. Wo ich ja auch jeden Morgen hin muss. Also von Montag bis Samstag muss ich ja jeden Morgen aufstehen um 6. Mache dann meine Sachen fertig für den Bioladen, bringe das dahin. Dann bringe ich natürlich das Ginny-Kind jeden Morgen auch zur Schule. Das heißt, ich mache diesen Kuchen, ich mache das Kind fertig. Ich bringe dann das Kind zur Schule, fahre außen rum, fahre dann den Kuchen wegbringen, komme nach Hause, kümmere mich darum, dass mein Mann endlich aufsteht. Ich bin ja sozusagen sein privater Wecker, ne? Sorge dann dafür, dass er dann auch zur Arbeit kommt.
musste dann immer das Auto zu Hause haben. Das heißt, ich musste meinen Mann sogar noch öfter zur Arbeit bringen als sonst, weil ich musste dazwischen dann auch noch los, ja, wieder zurück, musste meinen Mann natürlich dann auch wieder abholen, musste da sein, wenn das Kind nach Hause kommt, musste... Oh, also, das war... Es war sogar so, dass ich tatsächlich ganz entgegen dem, was ich... ganz entgegen meiner sonstigen Natur, ja, dann, was weiß ich, Zahnarzttermine vergessen habe. Und also, ich habe eine Menge, also es war echt so ein Wust in meinem Kopf. Da war immer irgendwas, ich musste mir immer irgendwas merken. Immer war irgendwie, wie gesagt, nicht körperlich anstrengend, also nicht körperlich ausgebrannt, sondern so geistig. Ich war einfach nicht so ganz auf der Höhe. Aber jetzt ist das... anders, denn diese Verpflichtung, die ich hatte, die habe ich nicht mehr. Die, sagen wir mal so, ich war ehrenamtlich bei einer Dame, die war bettlägerig und da bin ich dann immer hingefahren und habe geholfen, also bei den Dingen, die da eben gemacht werden müssen, ja. Und ja, es war anstrengend. Aber die gute Frau ist jetzt verstorben, das heißt, da gehe ich auch nicht mehr hin, also habe ich wieder mehr Zeit, auch für mich und auch für euch. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass ich, dass das auf der Strecke geblieben ist, was mir ja Spaß macht, ja? Also YouTube-Videos machen, das fand ich immer gut, aber es ist nun mal aufwendig. Das sieht immer nicht so aus, also man denkt immer, ja, die redet doch nur 20 Minuten am Tag oder so, aber du rennst immer mit der Kamera rum und du nimmst ja auch viel mehr auf, als du, als hinterher gezeigt wird, ja? Und, ja, dann musst du das Ganze bearbeiten, dann wird es noch geschnitten, dann gefällt dir das nicht und dann machst du hier noch ein bisschen. Ich meine, ich mache das nicht sehr aufwendig. Ich kenne andere Videos, die sind viel aufwendiger und die brauchen bestimmt auch sehr viel länger dafür als ich. Aber es war einfach zu viel. Ich konnte das einfach nicht mehr. Und deswegen, oh, Höhle. Das ist bestimmt die Höhle, von der meine Tochter mal geredet hat, die sie nicht wiedergefunden hat. Fällt mir gerade ein. Auf, meine ich. Das hat sie nämlich öfter erzählt, dass da eine Höhle wäre. Haben sie aber schön gebaut. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe einen Faden verloren. Seht ihr? Mein Gedächtnis, ne? Ja. Nein, aber wie gesagt, jetzt habe ich wieder mehr Zeit und möchte das auch eigentlich wieder weiterführen. Ja. Der Dominik hat auch schon gesagt, wann machst du mal wieder ein Video, damit ich mir wieder was angucken kann? Ja, also ne, jetzt ist es soweit, ich bin wieder dabei. Ich glaube, jetzt laufe ich hier noch ein bisschen in der Gegend rum. Hier ist es gerade richtig schön. Und so ruhig, keine Menschen. Ich meine, hier unten sowieso nicht, aber auch oben im Wald nicht. Ich sehe jedenfalls keinen. Gehe ich doch einfach mal den Weg da lang, bis oben hin. Und dann kann ich euch auch noch Aussicht zeigen, ja. Ginny wird dann da wieder stehen und sagen, Aussicht! Das macht sie immer. Ich weiß nicht, das hat sich so eingebürgert, beim Autofahren auch immer. So, Mathe. Jetzt muss ich hier erstmal irgendwie durch. Mit meinen neuen Schuhen. Ich hab nämlich neue Schuhe. Da, ich mag Schuhe. Ich mag jetzt Schuhe. Ich mochte früher keine. Also, ich mochte natürlich Schuhe, aber ich habe eigentlich im Allgemeinen keine gefunden, die ich schön fand. Das heißt, immer wenn ich in der Stadt war, Schuhe kaufen, ja. Man hat eher so das kleinere Übel gekauft, ne? Und nicht irgendwie, dass man sagt, oh, die muss ich haben oder so. Das war nicht so meins. Schuhe waren immer sehr langweilig. Aber ich habe jetzt einen Versandkatalog. Oh, darf ich wieder nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Und da gibt es ganz wunderbare Schuhe drin. Na, echt Leder. Äußerst robust. Halten wahrscheinlich 1000 Jahre. Und das Coole ist, die kann man ganz schön im Winter tragen mit dicken Socken. Und du hast trotzdem warme Füße, weil die haben so eine ganz dicke Gummisohle, die wirklich schön warm hält. Also ich habe keine kalten Füße gehabt. Aber jetzt muss ich hier durch den Matsch. So matschig war es gar nicht. So, aber es ist echt schön. Ich dachte zuerst, es wäre zu kalt. Ich habe nämlich, oh, ich glaube, ich habe keinen Speicher. Ich habe wieder Speicher und die Sonne brezelt vom Himmel. Naja, ganz kurz. Aber wenn ich Glück habe, da vorne kommt ein sehr großes, wie heißt es? Wolkenfreies Stück. Und da der Wind ganz passend steht, könnte es sein, dass gleich endlich mal die Sonne richtig rausguckt und mir ins Gesicht scheint. Na, da ist sie ja schon. Ich habe was entdeckt. Kennt ihr das noch? Dieses hübsche Moos an den Bäumen. Die haben das früher immer
abgenommen und haben damit so kleine, nennt man das? Elfendörfer oder so gebastelt. Also wir hatten immer von meiner Oma so eine Scheibe Holz und dann haben wir da immer das Moos unten reingelegt und haben dann aus Stöcken so ein, was weiß ich, wie so ein Spielplatz, so eine kleine Schaukel gemacht und ein Bett und was weiß ich nicht alles. Das war, ne, das macht Genie auch gerne. Das war wie so eine Elfenwohnung, auch da oben. Also ne, wenn Genie so einen Baum sieht, wo irgendwie so ein sowas ist, ne, so, das ist für sie immer eine Elfenwohnung, da wohnt irgendwas drin oder Zwergenwohnung oder was auch immer da drin leben kann. Ne? Das liebt sie. Stadtkinder wissen das vielleicht nicht, aber ich habe wo gewohnt, also als ich bei meiner geboren wurde ich ja in Bielefeld. Und wir haben die ersten Jahre habe ich bei meiner Oma gewohnt, bis ich ungefähr 12 war. Und dann sind wir nach Jöllenbeck, also auch Bielefeld, aber nach Jöllenbeck gezogen, an so eine Straße halt. Ne? Da war es nicht so schön. Aber wir hatten hinterm Haus bei meiner Oma auch einen Wald. Und da sind wir als Kinder immer gewesen. Also wir waren nur im Wald. Ne? Wir sind da rumgekraucht den ganzen Tag, wie im Sommer zumindest. Und man hat uns eigentlich auch nicht vermisst. Man wusste ja, wo man es findet. Und wir waren auch nicht alleine. Also wir sind meistens zu viert losgezogen oder also zumindest zu zweit, alleine eigentlich nicht. Wir waren immer mit irgendwelchen anderen los und dann haben wir, was weiß ich, ja so Wolfshöhle gespielt. Ne? Wir hatten so einen ausgehöhlten Baum, da konnte man. Also der stand auf so einem Hang und dann konnte man durch die Wurzeln nach unten und dann unten am Hang wieder rausklettern. Ich meine, heutzutage würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Wer weiß, ob der Baum noch lange steht oder ob der über dir zusammenbricht, wenn du da drin rumkrauchst. Aber als Kind denkt man über sowas ja nicht nach. 20 Meter weiter die nächste Attraktion. Ich komme mir gleich vor wie ein Fremdenführer. Wo man allerdings jetzt nicht rein kann, weil Frühling und Herbst und Regen und so, dann ist das immer so richtig zugesifft. Aber das ist eine richtige Schlucht. Und da kann man halt auch reingehen. Ich zeige euch die gleich mal von oben. Obwohl, ich kann, glaube ich, da hochlaufen. Da ist ein Weg. Naja, ein angedeuteter Weg. Ich gehe da mal hoch. So, ein bisschen noch. Ich überlege gerade, komme ich gleich auf den Weg? Doch, bestimmt. Und dann... Nur nicht runterfallen. So. Da, Schlucht. Geht einmal quer durch, bis da hinten hin. Davon haben wir übrigens noch mehr hier. Allerdings könnten die auch mal den Müll aufsammeln. Das finde ich immer ganz da unten irgendwo da. Flaschen und vorne ist noch irgendwas Blaues da. Das finde ich immer eklig. Also ich finde, man kann seinen Scheiß ja wohl wegräumen. Wo muss ich lang? Da, glaube ich. Oder? Im Wald verirrt. Man findet irgendwann ein Gerippe mit einer Kamera und dann sieht man, wer es war. Nein, nein, man verirrt sich hier nicht. Man kommt vielleicht nicht da an, wo man hin wollte, aber man verirrt sich eigentlich nicht. Nein, ich komme hier nicht durch. Okay, dann muss ich nochmal zurück. Dann muss ich nochmal zurück. So, nun gehen wir mal den richtigen Weg. Auf der anderen Seite. Der ist auch ausgetreten, ne? Da waren schon mehr unterwegs. Und der führt auch bis hinten hin. Das weiß ich, denn da waren wir schon. Bin ich mit Ginny drüber gelaufen. So. Also ich muss ja sagen, man merkt es sehr. Mein Mann und ich, wir machen nämlich Krafttraining seit gut 12 Wochen. Und also zu Hause, ne? Also gegen das eigene Körpergewicht. Gegen das eigene Körpergewicht. Doch, ist richtig, ne? Ha. Auf jeden Fall merkt man es sehr, dass man sehr viel fitter ist als vor dem Winter. Also auch wenn ich hier jetzt so hoch und runter kraxle, ist das schon sehr viel einfacher. Wobei dabei reden auch ein bisschen schwierig ist. Aber so insgesamt ist es nicht mehr so anstrengend. Also geht öfter mal in den Wald, ne? Wald ist übrigens sehr gesund. Sehr gesund. Und ich meine das nicht nur, weil man dann draußen ist, sondern weil die Bäume, habe ich letztens gelesen, weil die Bäume, wenn die im Frühling austreiben,
dann sondern die Stoffe ab, die mit dem Körper, also mit allen Körpern eigentlich kommunizieren. Das heißt, wenn du in den Wald gehst, wird dein Immunsystem angeregt. Hört sich jetzt schräg an, hört sich an wie Esoterik, ist es aber nicht. Ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die zum Beispiel Diabetes haben, wenn die Waldspaziergänge machen, dann, obwohl, ich muss die ganze Studie sagen, also sie hatten Menschen mit Diabetes in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen hatten sie dann 4 Stunden Waldspaziergang machen lassen, also wirklich so rumgelaufen, ja, und die anderen, die mussten sich nur im Wald aufhalten, sitzen, stehen, ganz egal, auch 4 Stunden. Und man hat bei allen festgestellt, dass die insgesamt viel weniger Insulin brauchten und auch, dass sie, also bei manchen, dass sie gar kein Insulin mehr spritzen mussten. Manche mussten dann nur noch Tabletten nehmen oder irgendwas anderes. Und dass diese Luft im Wald und diese Botenstoffe, die die Bäume untereinander hin und her schicken, dass die mit dem menschlichen Körper oder auch mit Tieren, ist ganz egal, auch interagieren. Und dass sie dich dann gesünder machen. Und das ist bewiesen, das ist kein Humbug oder das denke ich mir nicht aus. Ich muss euch nochmal den Titel von dem Buch raussuchen, ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich glaube, das geheime Leben der Bäume heißt das. Oder so. Ich guck nochmal. Aber hier, ne? Ich habe es geschafft. Ich bin auf dem Weg. Auf dem anderen. Allerdings ist jetzt auch hier sehr viel windiger als eben. Dafür kriegt man auch ein bisschen Sonne ab. Hier kommt noch eine Schlucht. Ah, aber die ist abgezäunt. Naja, mehr oder minder, ne? Die ist nämlich viel tiefer und viel gefährlicher. Mein Mann würde nicht bis hier vorne hingehen, weil der hat Höhenangst. Der würde sich gar nicht erst... Da vorne ist auch ein Weg, da kann man runtergehen. Ich wollte gerade sagen, der würde sich gar nicht erst hier hinstellen. Der findet das ganz gruselig. Und wenn die Genie sich hier ganz nah vorstellt, finde ich das ganz gruselig. Die hat es damit nämlich auch nicht. Also Gefahr, das ist ja nicht so... Gefahr, was ist das, ne? Das, ja. Von denen, die zappelt dann dabei auch noch so. Die geht da nicht hin und guckt. Nein, die wurschtelt dann rum. Die kriegt dann immer einen halben Herzinfarkt. Aber naja, so sind sie, ne? Die Kinder. Es ist erstaunlich, wie wenig Menschen hier unterwegs sind. Also im Sommer rennen hier immer die Läufer rum, weil man kann hier ganz praktisch im Kreis laufen. Das beste Beispiel dafür ist dieser Weg hier. Wenn man hier vorne steht, ja, an der Bank, da vorne gabelt sich der Weg, ja, und dann denkt man ja, wo gehst du jetzt lang? Wo führt das überhaupt hin? Gehst du jetzt nach da oder lieber nach da? Genie und ich standen nämlich auch vor dieser Entscheidung und standen hier, ohne zu wissen, dass der Weg hinten einfach nur wieder zusammenführt. Also von daher, ja, musste man sich gar keine Gedanken drüber machen. Aber hier unten noch eine Schlucht, diesmal etwas steiler, also da würde ich jetzt auch nicht runterlaufen. Aber es gibt verrückte Irre, die da mit dem Fahrrad runterfahren. Es gibt in diesem Wald sowieso verrückte Irre, die sich da hinten so ein Hindernisparcours-Dingsbums gebaut haben. Und die rasen da wie die Irren drüber. Ich habe hier schon öfter welche gesehen, da denke ich auch, oh mein Gott. Also, Gini, das will ich auch machen. Ich so, nein. Also es geht wirklich sehr, sehr steil und dann auch mit Rampen und ne, allen möglichen Gedönse. Und Gini, das will ich auch machen. Fährt mal gerade ein Jahr Fahrrad und möchte da auch runterfahren. Also, nee. Aha, nee. So, jetzt sind wir gleich beim Ida-Turm angekommen. Da waren Genie und ich auch schon ganz oben drauf, aber also der sieht gar nicht so hoch aus, wenn man hier so steht. Also im Vergleich mit diesem Mann da vorne, ja, ist der gar nicht mal so hoch. Aber ich schwöre euch, wenn ihr erstmal die ganzen Treppenstufen latschen müsst, denkt ihr oben ganz anders darüber. Also ich jedenfalls. Und Genie war auch schon doch am Keuchen. Also Treppensteigen ist ja recht anspruchsvoll, finde ich. Ich bin kein guter Treppensteiger. Aber es ist wirklich schön da oben und der Rundumblick ist grandios. Irgendwann zeige ich euch den mal im Sommer. Ich glaube, der ist im Winter nicht offen, der Turm. Spaziergang zu Ende. Es war wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Aber es war sehr schön, sehr angenehm. Und nun geht es nach Hause. Ich muss sagen, ich war sehr froh,
dass ich meinen Schal mit hatte. Es ist nämlich echt kalt. Dieser Wind ist echt eisig. Richtig, richtig kalt. Hätte ich nicht gedacht. Obwohl, wie viel Grad haben wir? Kann ich gar nicht sehen. Kann ich erst sehen, wenn das... Ich habe mich gerade selbst eingeschlossen. Kann ich erst sehen, wenn das Auto an ist, meine ich. Wir haben 8 Grad. Wenn man keinen Wind hat und in der Sonne steht, ist es auch wunderbar. Aber ansonsten fühlt sich das echt kalt an. Und nach so ein bisschen frischer Luft hat man doch gleich viel bessere Laune. Allerdings findet man dann auch, dass man zu Hause mal die Fenster aufreißen sollte. Oh, was war das? Nichts. Egal. Ach ja, meine Schuhe. Ich hatte ja eben von Schuhen geredet. Ich hab noch welche. Ich liebe diese Schuhe. Sind sie nicht schön? Na gut, der eine oder andere findet wahrscheinlich, dass die vorne zu breit sind. Aber die sind so bestickt. Das sind tatsächlich nur Schönwetterschuhe und nicht welche, die man einfach mal so zum Spazierengehen anzieht, ja? Das sind mehr so, wenn du mal irgendwie ausgehst oder essen gehst oder einfach irgendwie so. Und dann habe ich mir noch für den Sommer Sandalen bestellt. Muss ich erstmal hin. Moment. So, oh, guck mich auf meine Wäsche. Ja. Da, die sind auch schön. Ach, schön. Die Form ist etwas lustig. Ja, also vorne, wo der Zeh ist, es sieht so hoch aus. Aber wenn man sie anhat, sieht das gar nicht mehr so aus. Also von daher, ich war skeptisch, aber sie gefallen mir. Sie sind schön. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen.